André, Michael, drei Heimspiele hintereinander, zwei Siege, ein kurzes Resümee. Ja, also Motor stocken noch ein bisschen, kann man sagen. Natürlich hatten wir jetzt ganz viele Mannschaftskonstellationen auf dem Spielfeld. Und das ist natürlich auch schwierig, konstant zu finden. Denn es sind heute, also im letzten Spiel, jetzt noch der eine mit Schulter, leichten Schulterproblemen raus. Den wollen wir lieber schonen. Dann der andere, Erik Röhrs, hat Erkältung und sollte da auch nicht spielen. Ja, und da musst du halt auch als Kollektiv zusammenrücken. Und wenn du dann nur eine kurze Regenerationsphase hast, dann kann es halt mal sein, dass du ein bisschen passiv spielst. Und das haben wir hier und da gemacht. Aber wir haben auch viele gute Sachen gemacht. Das darf man nicht vergessen. Wir haben dreimal gewonnen. Wir haben immer irgendwie versucht, bis zum Ende zu gehen und am Ende auch vorne zu sein. Und da können wir drauf aufbauen. Natürlich die Art und Weise, wie wir manche Sachen machen, die kann man noch ein bisschen hinterfragen. Und müssen uns jetzt im Training Selbstbewusstsein trainieren und erarbeiten, und dann geht's nächste Woche Sonntag nach Frankfurt. Ist euch so ein bisschen das Selbstverständnis oder das Selbstvertrauen von letzter Saison abhanden gekommen? Man darf nicht vergessen, so ein Selbstverständnis, das entwickelt sich in einem Rhythmus, aus einem Rhythmus raus, aus einem Flow heraus, und wir müssen das Momentum erst kreieren, damit wir auf Wolke 7 schweben, ne? Und deshalb darf man auch nicht vergessen, geduldig bleiben, wenn es mal nicht so läuft, wie es sein muss, dann nicht direkt in Panik verfallen. Das machen wir gerade so ein bisschen, weil wir einen sehr hohen Anspruch haben. Und wenn es dann nicht so klappt, dann sieht man halt ein paar genervte Gesichter. Und genervte Gesichter ist halt am Ende kontraproduktiv. Du musst deinen Kopf abstellen, rational bleiben, Punkt für Punkt gehen und ein bisschen mit der, im Englischen sagt man Anger Management, Frustration, Bewältigung. Ja, da muss man noch ein bisschen besser mit sein. Und jetzt wieder die Körner auffüllen und unsere Körper in Schuss bekommen für das nächste wichtige Spiel. Ne? Du sprichst das nächste wichtige Spiel an. Am Sonntag geht es gegen Frankfurt. Wie siehst du da eure Chancen? Aber wir kennen Frankfurt jetzt auch aus der Vorbereitung, haben zweimal gegen die gespielt, haben auch zweimal gewonnen. Ja, das wird auch wieder eine enge Partie. Es wird auch wieder auf Augenhöhe sein. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt im Training auch erarbeiten. Aber die werden natürlich auch sehen, was wir falsch machen, versuchen da den Finger reinzuhalten. Dementsprechend, ja, gucken wir mal. Ohne Aggressivität und Selbstbewusstsein wird es schwierig.